Wir begrüßen Sie aus Madrid, aus dem Estadio Santiago Bernabéu. Liebe Zuschauer, willkommen zu dieser Partie. Die Kommentatoren sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und dieses Spiel spricht ja eigentlich für sich selbst. Da ist eine Menge drin. Real Madrid gegen Bayern München. Oh, ich glaube, das wird interessant heute. Die beiden im direkten Duell, das kann nur hochklassigen Fußball geben. Toni Kroos gegen Robert Lewandowski. Was erwartest du? Toni Kroos ist ein enorm mannschaftsdienlicher Spieler. Er setzt seine Mitspieler großartig in Szene. Robert Lewandowski ist vor dem Tor einfach eine Macht. Der ist eiskalt, der ist kaltschnäuzig. Perfekt im Abschluss. Das wird eine tolle Partie. Und so geht Real Madrid also in diese Partie. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Sergio Ramos spielt neben Rafael Varane in der Abwehr. Luka Modric steht zusammen mit Casemiro im Zentrum. Und der einzige Stürmer wird Karim Benzema sein. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. David Alaba spielt mit Niklas Süle in der Abwehr. Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Wir steigen ein ins Spiel. Durchgang 1 hier im Estadio Santiago Bernabéu. Casemiro. Da ist Sergio Ramos. Jetzt Karim Benzema. Jetzt Casemiro. Marco Asensio. Schön dazwischen gegangen. Coman. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Lewandowski! Und da klärt er ganz fantastisch. Jetzt Modric. Das verspricht eine enge Partie zu werden heute. Ja, die Bayern müssen aufpassen. Selten genug, dass die Münchner nicht der klare Favorit sind. Das heute ist eine echte Aufgabe. Asensio. Groß. Casemiro. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Die Bayern im Vorwärtsgang. Ballverlust Sané. Esta es una llamada para Claudia Serafín. Su hijo Nacho la espera en recepción. Toni Kroos. Er schirmt den Ball ab. Goretzka. Komm an. Ja, geht gut dazwischen. Verlor Mondi. Jetzt Sergio Ramos. Verlor Mondi. Sergio Ramos jetzt. Verlor Mondi. Da ist Benzema. Asensio. Luka Modric. Abgefangen, gut gemacht. David Alaba jetzt. Alfonso Davis. Goretzka. Ball ist bei Goretzka. Lewandowski jetzt. Coman ist das jetzt. Müller. Das könnte die Führung geben. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Oh.
Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedankenschneller als alle anderen. Blicken wir ins Gesicht von Zinedine Zidane. Ganz klar, der ist unzufrieden. Das ist nicht das, was er sich von dieser Partie erhofft hat. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Golden Bayern. Con el 25, Müller. Varane hat den Ball. Am Ball Groß. Und Groß. Jetzt Karim Benzema. Am Ball jetzt Casemiro. Und jetzt die Real. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Karim Benzema. Und den spielt er gleich wieder zurück. Jetzt Modric. Nun Varane. Jetzt Sergio Ramos. Real Madrid mit dem Ballverlust. Müller, klasse! Jetzt Robert Lewandowski. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Marco Asensio. Casemiro. Lucas Vázquez. Das ist Varane. Jetzt Varane. Es ist auf jeden Fall eine sehr gute Ballbesitzstatistik auf Seiten von Real Madrid. Aber sie müssten es natürlich auch mal schaffen, sich Chancen zu erarbeiten. Sie tun sich gegen die starke Abwehr immer noch schwer und liegen weiterhin. Da packt er einen Trick aus. Klasse. Ballverlust Real Madrid. Goretzka. Kimmich. Da ist Kimmich. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Und jetzt Lewandowski. Er holt sich den Ball. Zuspiel landet im Aus, gibt Einwurf. Alphonso Davies. Da ist Kimmich. Pavard. Sané mit dem Ballverlust. Jetzt Varane. Da ist Modric. Jetzt wieder die Bayern. Goretzka. Ein Pass mit viel Auge. Knappe Pausenführung. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Wie findest du die Leistung von Thomas Müller bisher? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Die Bayern in Front. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Durchgang. Thomas Müller. Da ist der Ball weg, Lewandowski. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Marco Asensio. Die Mitspieler bieten sich Benzema gut an. Holt sich den Ball im eigenen 16er.
Nur Müller. Da ist Kimmich. Lewandowski jetzt am Ball. Die Bayern mit dem Ballverlust. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Casemiro. Oh, das sah vielversprechend aus. Goretzka. Ballbesitz Lewandowski. Sie holen sich den Ball. Müller! Dieses Tor ist natürlich das Ergebnis ihres frühen Störens. Absolut richtig erkannt, Wolf. Sofort der Druck, sofort das Draufgehen. Und dann passieren halt diese Fehler bei diesem extremen Pressing. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben sich selbst zuzuschreiben. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Sergio Ramos jetzt. Sie drängen nach vorne. Guter Aufbau. Modric. Jetzt Casemiro. Benzema. Modric, den Ball spielt er gleich wieder zurück. Asensio. Casemiro. Casemiro. Toni Kroos. Am Ball jetzt Casemiro. Marco Asensio. Kroos. Jetzt Casemiro. Real Madrid mit dem nächsten Angriff. Nun Varane. Jetzt Sergio Ramos. Real Madrid mit dem Ballverlust. Das macht er gut. Coman. Goretzka. Joshua Kimmich hat den Ball. Sané. Süle. Mit dem Ball Sané. Da ist Kimmich. Kimmich, gib den Ball her. Jetzt Karim Benzema. Spielt wieder auf Benzema. Spielt den Ball wieder zurück hier. Karim Benzema. Casemiro am Ball. Jetzt Modric. Toni Kroos. Benzema! Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Goretzka. Ballbesitz Alaba. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Sané. Am Ball Sané. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Thomas Müller.
Und jetzt Lewandowski. Müller, das muss es doch sein. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Da kommt das Tor nochmal. Und da sehen wir es. Er ist unaufhaltsam. Dreierpack, Tor Nummer 3. Alle machtlos. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Klar sind sie hier vorne, kurz vor Spielende. Es sieht alles richtig gut aus. Deine Einschätzung? Die Bayern gehen einem ungefährdeten Sieg entgegen, wenn hier nicht allzu viel passiert. Ja, was soll da noch passieren? Klasse Spiel der Münchner. Marco Asensio. Den Zweikampf führt er sehr gut. Verteidigt er den Ballbesitz. Jetzt Müller. Anspiel kommt gut. Leroy Sané. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Kein Tor hier. Lewandowski vergibt den Elfmeter. Um einen Elfer zu parieren, braucht es Intuition und Reaktionsschnelligkeit. Wow, was für eine sensationelle Reaktion. Elfer pariert. Ein Elfmeter zu halten ist nicht nur Glück. Da geht es auch um richtig gute Reflexe auf der Linie und um Antizipation. Außerdem kennen richtig gute Keeper auch das wahrscheinliche Schussverhalten des Schützen. Wahnsinn, unglaublich, dass man so einen Ball überhaupt halten kann. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Jetzt Modric. Ballbesitz bei Marco Asensio. Casemiro. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Immerhin sind sie hier nochmal erfolgreich, Buschi. Ja, besser als gar nichts, kann man sagen. Am Spielausgang ändert dieser Treffer aber natürlich nichts mehr. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Goretzka. Modric geht gut dazwischen. Real Madrid drängt nochmal auf das späte Ausgleichstor. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. So, Schlusspfiff in dieser Begegnung. Der Sieg geht heute an die Gäste. Sie holen sich den knappen Sieg. Das ist eine Mannschaft, die weiß, wie man sich durchsetzt. Haben dafür genau die richtigen Akteure.